Wie funktioniert eigentlich eine Vorhersage? Und woher wissen wir, wie viele Leute krank sind? Labore führen die Analyse von Proben für die Ärzte durch und melden dann die Covid-19-Erkrankung an die Gesundheitsämter. Die Gesundheitsämter sammeln die Daten pro Landkreis. Wir bekommen dann eine Liste mit gemeldeten Neuinfektionen. Wir wissen nun also, wie viele Fälle an Covid-19 in einem Landkreis bekannt sind. Reicht uns das? Nein. Denn es kann ja sein, dass unsere Liste unvollständig ist. Denn die Zeit zwischen der Ansteckung und der Meldung ist für die Patienten unterschiedlich lang. Manchmal dauert es 2 Tage, manchmal einen Tag, manchmal vielleicht auch 5 Tage, bis die Daten beim Gesundheitsamt ankommen. Die Labore können länger brauchen, die Ärzte viel zu tun haben oder die Menschen gehen später zum Arzt. Deshalb muss man, um die Zahl der Erkrankungen für heute zu bestimmen, bereits eine Vorhersage machen. Diese Vorhersage nennen wir Nowcasting, das englische Wort für heute Vorhersage. Dieses Nowcasting ist also die Summe aus den gemeldeten und nicht gemeldeten Fällen. Reicht uns das? Nein, leider immer noch nicht. Vor allen Dingen am Wochenende kann es länger dauern, sodass die Fälle erst Montag oder Dienstag gemeldet werden. So haben wir am Wochenende oft weniger und am Anfang der Woche mehr gemeldete Fälle. Unsere Vorhersage, also das Nowcasting, muss deshalb in Abhängigkeit vom Wochentag die wirklichen Fälle vorhersagen. Wie lese ich nun die Ergebnisse? Unser Modell berechnet nicht nur den erwarteten Verlauf, sondern berechnet verschiedene mögliche Verläufe. Jeder Verlauf wird mit einer Wahrscheinlichkeit beziffert. Das machen wir mit ca. 1000 unterschiedlichen Modellen. Um die Ergebnisse zusammenzufassen, rechnen wir das Quantil aus. Das Quantil gibt uns die Grenzen der Verlässlichkeit an. So gibt uns zum Beispiel das Quantil zwischen 5 und 95% an, dass wir diesem Horizont mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit vertrauen können. In diesem Fall, den wir hier sehen, bedeutet das, dass der hellgrüne Bereich uns das 5 bis 95% Quantil anzeigt, dass also 90% der zu erwartenden Modelle in diesem Bereich liegen werden. In unserem Modell zeigen wir das Quantil zwischen 5 und 95%, aber auch das Quantil zwischen 25 und 75%. Dieses letztere Quantil gibt einen engeren Horizont vor. Die Ergebnisse in diesem engeren Horizont, der bei uns dunkelgrün eingezeichnet ist, erwarten wir mit ca. 50% der Fälle. Neben der detaillierten Beschreibung des Verlaufs über die Quantile vereinfachen wir die Analyse und die Interpretation zusätzlich durch die Angabe der Wahrscheinlichkeit, dass die Fallzahlen steigen oder fallen werden. Auch diese Wahrscheinlichkeit ist wieder über 1000 unterschiedliche Modelle berechnet, die an die Daten angepasst werden, und über diese 1000 Modelle wird die Wahrscheinlichkeit, dass eine steigende oder fallende Fallzahl beobachtet wird, bestimmt. In der Summe sehen wir also, den Horizont der möglichen Verläufe bestimmt durch die Quantile und eine einfache Zahl, nämlich die Wahrscheinlichkeit, mit der wir erwarten, dass die Fallzahlen steigen oder fallen. Das wäre doch aber wichtig zu wissen, wo die Menschen leben, denn die Ansteckungsgefahr kann von der Menge der Menschen, die in der Nähe wohnen, abhängen.
Und die Landkreise sind unterschiedlich groß und unterschiedlich geformt. Um den Einfluss der Menschen in unserer Analyse zu schätzen, simulieren wir deswegen Personen an verschiedenen Stellen in den Landkreisen. So schätzen wir die Interaktion der Menschen in Abhängigkeit der Entfernung und der Verzögerung zwischen ihren Treffen und bestimmen aus den Daten von allen Landkreisen zusammen, wie sehr sich die Covid-19-Fälle in Abhängigkeit vom Abstand beeinflussen. Wie interpretiere ich nun die Interaktion und was ist deren Bedeutung? Hier ein Beispiel. Auf der Webseite findet ihr dieses Beispiel und die Interpretationshilfe ebenfalls. Ihr seht eine rote intensive Farbe, die einen deutlichen Einfluss von Infektionen auf die Infektionsrate anzeigt. Die rote Farbe zeigt, dass es sich um eine verstärkte Interaktion handelt, die die Infektionsrate anhebt. Dieser Effekt ist hier räumlich auf die direkte Umgebung zwischen 0 und 10 Kilometer und zeitlich auf eine Zeitspanne von 2 bis 4 Tage begrenzt. Dieses Muster kann wie folgt interpretiert werden. Wenn ein solches Muster auftritt, kann das auf eine starke lokale Ausbreitung hindeuten, bei der Menschen sich verstärkt in der direkten Umgebung, hier zwischen 0 bis 10 Kilometer, anstecken und diese Ansteckung mit einer Verzögerung von 2 bis 4 Tagen zu einer gemeldeten Erkrankung führt. Achtung, bitte bedenkt, die Farbe zeigt nicht an, ob die Zahl an Infektionen in der Region tatsächlich zu oder abnimmt, sondern nur einen lokalen Effekt der Beeinflussung. Um die absolute Zu- oder Abnahme erkennen zu können, muss zusätzlich die Vorhersage im Nowcast und im Forecast genutzt werden. Als zweites Beispiel sehen wir hier einen Interaktionskernel mit schwachen roten Farben, der einen schwachen Einfluss von Infektionen auf die Infektionsrate anzeigt. Die schwache Farbe zeigt, dass es sich um eine schwache Interaktion handelt, die die Infektionsrate nur schwach beeinflusst. Dieser Effekt ist hier räumlich auf eine weitere Umgebung mit bis zu 30 Kilometern begrenzt und tritt zeitlich durchgehend in einer Zeitspanne von 0 bis 5 Tagen auf. Als Interpretationshilfe: Die schwache Farbe zeigt eine schwache Anhebung der Infektionszahlen durch Menschen in der Umgebung an. Die große Breite und der andauernde Effekt über die gesamten 5 Tage deuten auf eine Anhebung hin, die sich über einige Landkreise hinweg erstreckt und stärker als der Bundesdurchschnitt ist. Hier noch einige Details und Dinge, die wichtig sind, wenn ihr diese Analysen seht. Für die Gesamtzahl der Infektionen pro Bundeskreis und Landkreis werden die von den Gesundheitsämtern nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Fälle verwendet, die dem RKI bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Für die Analyse wird das Meldedatum verwendet. Da es in dem Verfahren zu Differenzen zwischen dem Erkrankungsdatum und dem Meldedatum sowie Verzögerungen in dem Meldeprozess geben kann, ist die Analyse der Fallzahlen der letzten Woche bereits eine Vorhersage, die auf einer Schätzung basiert. Und alle hier präsentierten Ergebnisse basieren auf statistischen Methoden und bilden damit nicht das reale Geschehen ab, sondern Schätzungen, die von der wirklichen Situation abweichen können. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. Die hier präsentierten Forschungsergebnisse basieren auf einer neuen Methodik, die bisher nicht für Covid-19 eingesetzt wurde. Die Validierung der Ergebnisse wird mit wachsender Menge an Daten in den kommenden Monaten durchgeführt. Für eine detaillierte Analyse der Covid-19-Fälle verweisen wir zusätzlich auf den täglichen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts. Und übrigens, die Analyse ist komplex und dauert lange und deshalb nur auf einem Supercomputer möglich. Jurika, hier auf dem Bild, half uns deshalb bei dieser Analyse.